Ich bin aber selber im Stern vorgekommen, also ich wurde im Stern erwähnt in einem Artikel. Thesen wie diese vertreten etwa Blogger und Podcaster wie Philipp Hopf und Horst Lüning. Und das ist im gleichen Satz jetzt. Ebenso wie der Rechtsextremist und Holocaust-Leugner Nikolai Nerling. Keine Ahnung, habe ich noch nie gehört von diesem Typ. Allesamt seit Jahren unter Rechten und Querdenkern einschlägig bekannt. Selbstverständlich werden die von meinem Anwalt hören, denn das hier ist eine Tatsachenbehauptung. Wir beide werden in einem Satz mit irgendeinem Rechtsextremisten Nikolai Nerling benannt und einfach die Behauptung aufgestellt, unter Rechten und Querdenkern einschlägig bekannt. Okay, ich bin vielleicht auch unter Linken einschlägig bekannt oder unter Grünen oder unter CDU-Leuten. Vielleicht bin ich auch unter Kochbegeisterten oder unter Yoga-begeisterten Leuten bekannt. Also das ist eine Tatsachenbehauptung, die so nicht belegbar ist. Dagegen werde ich auch direkt vorgehen.